Es geht weiter hier im Pokémon Center von Dukatia City in Pokémon Kristall. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Und Leute, guckt euch das an. Oh mein Gott, es ist Tag. Ich hab's echt mal geschafft, am Tag aufzunehmen. Ach, ist das toll. So, die Stadt ist noch vollkommen neu für uns. Ne? Wir sind gerade angekommen, also mit den Leuten quatschen. Der Radioturm in Dukatia City ist ein Wahrzeichen. Zurzeit läuft gerade eine Werbekampagne. Oh, na, die kann man sich ja gut vorstellen. Sie können deinen Pokécom modifizieren, so dass er auch als Radio verwendet werden kann. Alter, diese Pokécom, ne? Ist der Shit. Oh, ein großer Markt. Was haben wir denn hier? Das Kaufhaus bietet eine große Auswahl. Aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle. Oh, gamblen? Na, ich freue mich heute schon wieder aufs Einkaufen. Alles klar, Kaufsucht. Mama ist sehr gut im Schnäppchen finden. Sie kauft ständig Waren unter dem Normalpreis. Alter, ist die krass. Ja, ja. Mamas und ihre Schnäppchen. So, hast du schon was zu verkaufen, Lene? Willkommen im Kaufhaus von Dukatia City. Okay, die eine sagt nur Hallo. So, ich muss mal gucken, ob ich dich irgendwas Interessantes finde, obwohl ich habe eh kaum Cash, ne? Ne? Willkommen, womit kann ich dienen? Ah, guck mal hier, okay, der obligatorische Trankverkäufer. Kann ich noch was für dich tun? Na, dann tschüss. Was hast du in deinem Sortiment? Ah, du hast die Bälle, okay. Ja, naja, ich weiß ja nicht. Okay, reicht das mal, ist egal. So, schenken die nicht einem irgendwas, wenn man hier rumkommt? Der Pokémon kann bis zu 10 Nummern speichern. Es ist schwer zu entscheiden, welche Nummern man behalten soll. Ja, aber meine Zuschauer haben schon gesagt, nur die, die einen verraten, wann es Items zu schenken bekommt. Geil. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gewonnen. Jetzt ist es mein bester Freund, wollte ich gerade sagen, mein bester Partner. Ja, durch Glücksspiel, toll. Hm? Dieses Kaufhaus zeigt mir, dass Dukatia City eine sehr große Stadt ist. Dieses Angebot ist unübertrefflich. Naja, man erkennt den Wert einer Stadt nur an seinen Waren, die angeboten werden, oder wie? Was sind denn für Leute hier? Ich bin so ungeduldig. Ich setze X-Tempo im Kampf ein, um den Initiativwert meiner Pokémon zu erhöhen. Ja, das ist schön. Aber ich finde die Dinger mal übelst nervig. Wo kann ich dienen mit? Ach so, der verkauft ja so einen Scheiß. Vor allem Megablock. Keine Statusveränderung für einen Kampf. Megablock. Was soll das heißen? Egal, die komischen Bezeichnungen hier waren immer schon merkwürdig. Hey, setzt du im Kampf X Special ein? Es ist toll, es versteckt alle Spezialattacken. Ist ja cool. Ey, wer hat denn hier die Fliesen verlegt, ne? Mal ganz im Ernst. So. Okay, was hast du hier? Willkommen, wo kann ich dienen? Du hast Put... Oh, der hat den richtig krassen Scheiß, Alter. Um die Werte nochmal individuell zu erhöhen. Aber viel zu teuer. Wer macht denn sowas, ne? Vor allem nicht im Early Game. Hey, ich mag starke Pokémon. Ich füttere sie mit Protein, um ihren Angriffswert zu verstärken. Ja, dann toll. Überfütter sie mal nicht. Eisen verstärkt den Verteidigungswert deiner Pokémon. Manche Pokémon entwickeln sich nur durch Tausch. Ich kenne 4. Mashok, Kadabra, Apollo und Georock. Ich hörte, es gibt noch weitere. Ja, eins davon werden wir irgendwann im Team haben. Ja, das Team wird dann von Stalos angeführt. Okay, ich glaube, wir sind ganz oben angekommen. Nee, noch nicht. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt die Gefühle des Originaltrainers wider. Ja, was, wenn er ein Troll war und sein Pokémon voll Scheiße genannt hat? Geheimgabe. Mit nur einem kleinen Beep erhältst du ein Geschenk. Ob die hier geht, die Geheimgabe? Auf der Virtual Console Version, weiß ich gar nicht. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Abra? Möchtest du es gegen meinen Macholo tauschen? Nö. Du möchtest nicht tauschen? Schade. Doch nicht, was soll das denn? Abra ist viel cooler. Was im Sala? So, hier sind nochmal TMs. Oh, Elektroschlag. Feuerschlag, Eisschlag und... Was? Gegner schreckt eventuell zurück. Was war das nochmal? Ah, kauft man sich hier irgendwas? Vor allem, wenn man einfach die Katze im Sack kauft. Okay, bei den Dingern nicht. Ich glaube, das ist dieser Eishieb und so was, Feuerhieb. Kauft man sich hiervon was, Leute? Ach nee, ist viel zu teuer, ey. Viel zu teuer. Was war denn mit Zurückschrecken? Biss oder sowas? Nee, ne? Vielleicht für Scaraborn und eine geile Attacke einfach holen? Eisschlag so aus dem Nichts? Naja, vielleicht später. Ich komm drauf zurück, ne? Ups. Ich komm drauf zurück. So, wir haben die schon geredet. Heute wollte tauschen, sorry. Alles abklappern, Leute. Vielleicht gibt's Geschenke. Sonntags kommt eine Dame, um nach deinen Pokémon zu sehen. Sie verteilt sogar TMs. Oh. Oh. Muss man am Sonntag zocken? Das wisst ich doch nicht, ob ich am Sonntag aufnehme. Da will ich entspannen. Hörst du den Glückskanal?
Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. Toll. Dedenbam. Ist ja cool. Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Pokémon stehen auch auf Zucker, volle Kanne. Ja, das ist cool. Wie groß ist denn dieses Einkaufszentrum? Okay, endlich oben auf dem Dach, ey. Oh, guckst du hier? Hey, einige Trainer kämpfen auf dem Weg. Ein Pokémon schoss mit Blättern. Wenn ich das sehe, will ich sofort kämpfen. Hast du dir gerade gesagt? Oh, wow. Hä? Hörst du auf, mich zu belästigen? Ich wollte bloß nett Hallo sagen. Wir sind leider belästigt. Oh, ich bin müde. Manchmal gehe ich auf die Dachterrasse, um eine Einkaufspause einzulegen. Geh doch einfach aus dem Laden raus. Also, oft gibt es hier Sonderangebote. Bitte? Wer sagt, dass ich nichts für Erwachsene... Was heißt, dass ich nichts für Erwachsene ist? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Okay, warum kriegt denn hier nicht geschenkt? Ein Automat, an dem man Poképuppen kaufen kann. Wirft Geld ein und dreht die Kurbel. Er ist fast leer. Toll. Hat der Typ alles abgezockt. Schade, keiner, der mir was schenkt? Anscheinend nur die Sonntagsdame, aber naja. Dann nicht so. Fahrstuhl bitte. Nimm dir den kürzeren Weg. Oh, warte mal, Untergeschoss? Untergeschoss? Da muss ich mal kurz gucken. Dum-dum-dum. Ach ja, ich glaube, das war richtig cool. Die waren ja hier so miteinander verbunden, ne? Oh Gott. Hallo? Was ist denn hier los? Hey, du hältst uns auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Und wieso bist du ein... Alter, ein Maschok! Maschok. Nee. Oh, Schall, komm hier nicht vorbei. Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey, Gnom, zisch ab! Boah! Alter, nennt mich voll Gnom, der Sack. Also ich glaube, hier komme ich echt noch nicht hin, oder? Alles ist hier zu. Na, einfach die Warenabteilung, naja. Logistik halt, ne, ist wichtig. Aber warte mal, wie war denn das? Ich glaube, die sind einfach irgendwann fertig, dass ich hier alles einsammeln kann. Oh, das Zeug am Boden ist Plunder. Nimm es dir, wenn du es möchtest. Ja, dann lass mich durch. Das Zeug am Boden ist Plunder. Naja, Kai, ist okay. So, Erdgeschoss. Sind wir erstmal ready. Ich glaube, hier gab es irgendeinen komischen Tunnel. Wir haben auch schon gehört, dass es irgendwo einen Schönheitssalon gibt. Okay. Das werde ich mir bei Gelegenheit dann schauen. So, jetzt aber erstmal weiter gucken. Es gibt viel zu entdecken. Ich glaube, es ist auch die größte Stadt hier. Dein Spielplatz. Du kannst jetzt in die Spielhalle. Oh, unzensiert? Oder was? Hallo? Oh, ich hatte an den Automaten kein Glück. Bei den Karten sieht es auch nicht anders aus. Ich war so zornig, dass ich meinen Münzkorb in den Untergrund geworfen habe. In den Untergrund? Okay. Ich habe mein Pokémon Blizzard beigebracht. Es hat zwar gedauert, bis ich genug Münzen hatte, aber es hat sich gelohnt. Oh Mann, die Spielhalle, ey. Vielleicht macht man doch mal was zu Testzwecken, aber ich rede einfach erstmal mit jedem. Ich spiele nur an diesen Automaten. Ich glaube, er spuckt mehr aus als die anderen. Das glaubst auch nur du. Ich liebe diesen neuen Automaten. Er stellt eine größere Herausforderung dar als der jene in Prismania City. Ah, in Kanto. Hallo? Ich höre erst auf, wenn ich gewinne. Oh, das ist aber ganz fatal. Ganz fatal. Das Leben ist ein Spiel. Ich werde Karten spielen, bis ich umfalle. Alter, ich glaube, die sollten hier alle mal zur Suchtberatung gehen. Karten? Ich ziehe sie dem Automaten vor, weil man seine Chancen besser abschätzen kann. Aber der Gewinn ist viel geringer. Ja, so sind sie, ne? Das Casino gewinnt am Ende immer. Oh, die Münzen fallen weiter. Ja. Da kommt man nicht sogar die Münzen einfach finden, wenn man hier rumläuft? Was ist denn das hier, hä? Du hast keine Münzen. Oh. Schenkt endlich einer Münzen oder wartet echt später? Hier kann ich die Gewinne eintauschen, ne? Wir tauschen deine Spielmünzen gegen tolle Preise. Oh, du hast keinen Münzkorb, ja. Das geht erstmal sowieso nicht. Ohne Münzkorb, da geht doch nichts. Willkommen in der Spielhalle. Brauchst du noch Münzen? Oh, du hast gar keinen Münzkorb. Als ob man einen Münzkorb braucht. Und den verteilen die hier nicht, oder was? Egal, Mann. Ich hab keine Lust. Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht, weil ich alt bin. Ja. Das stimmt, Mann. Untergrundeingang, ah. Können wir gleich mal reingehen? In den Underground und finden hoffentlich den Münzkorb. So, was von dir für eine Familie? Bist du ein Trainer? Ich habe eine nützliche Telefonnummer für dich. Oh, okay, her damit. Oh, ist ja gut. Marcel speichert Bills Nummer. Mein großer Bruder Bill hat das PC-Lagerungssystem entworfen. War erfunden, was er sagt, okay. Oh, du sammelst Pokémon? Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er wurde gerade in das Pokémon-Center von Teak City gerufen. Mein Mann ging in die Spielhalle, ohne angerufen zu werden. okay. Hey, wir haben Bills Nummer, die behalte ich. Die ist cool. Haben wir richtig den Celebrity eingespeichert? Ah, nee, ich glaube, er sollte echt seiner Tochter erzählen, dass man das nicht unbedingt so ohne weiteres die Nummer rausgibt. Aber was weiß ich schon. So, Untergrund.
Was ist hier los? Da unten gibt es Geschäfte, aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Ach klar, kein Problem. Dupdi-dupdi. Ey, was zur Hölle? Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeschmissen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mogeln. Oh, dann kriegst du das richtig auf den Sack von uns. Da kannst du nicht einfach mogeln. Oh mein Gott. Alter, Streber Ramon möchte kämpfen. Oh. Ein Guslimon. Welche Lippenbewegung, ey. Scarabon. Du musst mal ein bisschen trainiert werden, ne? Mach mal Hornattacke. Guck mal, die einfach mega stark ist. Boah. Dim, dim, dim. Nein. Oh, zeig keine Wirkung auf Scarabon. Denn Scarabon wird nicht vergiftet. So, tschüss, Slimer. Alter, voll krass. Noch ein Slimer. Habt ihr auch was Cooles gegenzusetzen? Na, Igelava ist ja schon so krass. Ach nee, ich trainiere weiter Scarabon. Slimer. Kann man schön versuchen, immer zu synchronisieren, wenn Slimer rauskommt. Weil die Lippen so passen. Härtner, ey. Wie soll das aussehen, wenn so ein Slimer sich härtnet? Härtnert. Der Schleim wird einfach trocken. Scheiße. So. Okay. Viel bringt das ja auch nicht mehr. Oh, Mist. Tja. Aber wie soll Slimer eigentlich... Wie soll Slimer denn mogeln? Voll in den Automaten rein? Oh. Was? Meine Pokémon kommen gerade vom Coiffeur. Was? Ich zeig dir, wie stark wir sind. Ich glaube, der Coiffeur ist halt irgendwie so ein Schönheitstypi. Alter. Pokémoniac Takao. Möchte catchen. Sein Schlurp. Schlurp, ey, auch so ein Pokémon, weil ich auch nie verstanden habe. Aber noch schlimmer ist seine Weiterentwicklung Schlurpleck. Die ist richtig schlecht. Aber okay, gut. Also ich weiß nicht, vom Competitive her, keine Ahnung, ne? Voll Zerschneider. Aber halt so, was man da so kennt, ey, mein Gott, Schlurpleck. Voll tolle Design. Wieso greifst du mit Zerschneider an? Was soll da? So Tackles ausreicht? Ach komm. Warum Risiko eingehen? Bamste Bam. Oh Mann! Immer kein Level, so knapp immer. Bin ich schon so überlevelt? Kann doch gar nicht sein. So, und das hier ist der Münzkorb. Tja, geil. Können wir da ein bisschen gamblen? Wo war denn der Coiffeur? Ich glaube, das ist der hier, oder? Hallo? Willkommen. Ich leite den Pokémon-Salon. Ich bin der ältere und bessere der beiden Coiffeur-Brüder. Okay, ich verleihe deinen Pokémon ein schöneres Äußeres. Für nur 500 Pokédollar. Soll ich damit anfangen? Nein, meine Pokémon sind hübsch genug. Ist das wahr? Das ist eine Schande! Nee, das ist hier echt nur wichtig für Pokémon, die sich über Freundschaft entwickeln. Weil dann kann man da ein bisschen das beschleunigen. Weil die Pokémon einen mehr mögen. So, ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Ja und? Zeig sie mir! Da kann man mal freundlich fragen, bitte? Na ja, der olle Maniac, Alter. Shoya. Die Maniacs sind immer so asiatisch-japanisch angehaucht vom Namen her, oder? What Flutmon. So, Scarabon. Mach mal was hier. Mach mal Horn Attack. Einfach provisorisch Horn Attack. Alter, richtig stark. So, einige von euch haben auch schon gemeint, dass ich mit Scarabon wohl erstmal meine Liebesmüh haben werde, aber ach, Leute. Ist doch Quatsch. Scarabon wird ein bisschen auf TM basieren, aber ist ja egal. Für so ein Casual-Run reicht es. Noch ein Fleckmon. Und ob der Wasserattacken hat? Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen Onix trainieren, ne? Aber nur ein bisschen. Ich probier's einfach. Komm zurück. Fleckmon. Zurück, Scarabon. Los, Onix! Alter, der muss echt trainiert werden, Mann. Kopfnuss! Oh. Okay, aber. Tja. Alter, wie er nur einen abzieht. Ob Lebensstelle besser ist? Ich probier's mal. Ist der Step, ne? So. Na gut. Immerhin sinkt die Genauigkeit. Warum kann das Fleckmon keine Wasserattacken? Egal. Kopfnuss! Aua, das hat weh getan. Voll im Volltreffer, trotzdem muss ein abgezogen. Ja, das dauert ein bisschen, ich weiß. Aua. Naja, Onix wird auch noch ein bisschen schwer haben, aber ist ja egal. Tackle. So eine Riesenschlange. Och, Mann. Ach, Onix, ey. Aber Leute, ich sag euch, Stardust wird geil.
Vor allem Stalos kann ganz spät lernen. Stalos Knirscher. Habe ich auch einen schönen Psychokonter. Zusätzlich zum Käfer. Level 13. Shoya wurde besiegt. Gut, ich habe verloren. Ich dreh durch. Versauer. Sag mal. Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf deinen Typen? Auf einen Typen? Wenn du die Stärke deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Ja, danke für den Tipp, ich würde es gerne weitergeben. Ja, der Streber wieder. Was, wie ist der Rolf? Herr Rolf. Streber Rolfe. Oh, ein Magnetilo. Ey, ich brauche deinen Magnetmantel. Her damit. Brauche ich wirklich, ne? Mann, ey, hoffentlich kriege ich einen. Der wird noch ein bisschen dauern, aber... Also, ich hoffe, ich habe da wieder Glück. Boah, der ist richtig stark. Was? Aber nicht sehr effektiv. Aber okay, ich bin ja auch doppelt so... Vom Level her doppelt so hoch. So, Tackle. Nicht sehr effektiv, trotzdem down. So, Skarabon erreicht ein Level. Nee, noch nicht. Ein Voltoball. Okay, komm, holen wir mal Onix raus. Ich glaube, ab wann kann Voltoball sich sprengen? Oh, Kran. Okay, sieht aus, als könnte es sich sprengen, aber ich glaube, ab Level 11 noch nicht. Nee. Trotzdem, Onix. Du bist Boden, die Elektroattacken machen nichts. Lebensschelle. Oh, Alter. Verteidigung sinkt extrem. Angekotzt. So. Genauigkeit sinkt, aber okay. Lebensschelle. Yeah. Yeah. Critical Hit. So. Okay, gut gemacht, Onix. Du machst den nächsten runter, komm. Noch ein Magnetilo. So, hat Magnetilo Schwebe? Dann macht Lehmschelle nämlich nicht. Ich probiere einfach mal aus. Okay, hat keine Schwebe. Yeah, super effective. Oh, schön, Onix. Level 14. Sehr nice. Okay, Angriff. Mann, der Angriff ist so schlecht. Oh, Onix versucht. Steinwurf. Warum nicht, ne? Ist ja eine Stealth-Attacke. So, noch jedenfalls. So, was kannst du denn, was willst du denn dafür vergessen? Ja, Kreideschrei kann schon noch cool sein. Aber warte mal, Steinwurf war, glaube ich, dass das nicht immer trifft, ne? Ey, mach mal Tackle weg. Kreideschrei ist vielleicht noch nützlich, später, keine Ahnung. So, ohne dann Steinwurf. Cool, haben wir schon mal was Geiles gegen Flug-Pokémon? Noch ein Magnetilo. Magnet. So, einfach nochmal Lebensschelle reinklatschen. Und zack. Und down. Vielleicht sollte ich echt Onix erstmal weiter trainieren. Oh. Ja, Teil nach Hause geschickt. Danke, Mann. So, und konnte ich hier schon rein? Ich glaube nicht, ne? Was steht hier? Bis hierher und nicht weiter. Was zum... Die Tür ist verschlossen. Das ist nicht gut. Warum verlässt mich der Mut? So, das war der Untergrund, Leute. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrschen raue Sitten. Sei auf der Hut. Raue Sitten ey, im Untergrund. So, steht nicht weiter, ne? Genau, Untergrundeingang, alles klar. Wir sind jetzt an der oberen Teil der Stadt. Namensbewerter, möchtest du einen Spitznamen bewerten lassen? Oh, nee, weil wir keinen Spitznamen haben. Hast du irgendwas für mich? Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bewerte die Namen deiner Pokémon. Soll ich Namen bewerten? Nö. Okay, du kannst mich immer besuchen, weil sonst kommt keiner her. Der Mann in diesem Haus bewertet deine Pokémon-Namen. Er kann deine Pokémon auch umbenennen. Das ist doch nice. Hey, die Arena, sehr cool. So, und hier oben geht's dann wieder, verlassen wir die Stadt. Und da, ab da müsste ich Magnetilos fangen können. Mit dem wunderschönen Magnetmantel. Blühender Blumenladen. Ah. Warte mal, hier kriegt doch was ganz Tolles, ne? Hast du den wackelnden Baum auf Route 36 gesehen? Meine kleine Schwester war aufgeregt und wollte ihn sich ansehen. Ich bin besorgt. Ist das riskant? Oh, okay. Ich krieg doch noch nicht, was ich eigentlich vermutet habe. Aber schöner Blumenladen. Was haben wir hier? Die ganzen Häuser, Alter, alles voll. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte der AP oder AP seiner Attacken waren verbraucht. Ja, dann kann man ja nur noch Verzweifler einsetzen, ne? Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall musst du es in einem Pokémon-Center oder mit einem Item heilen. Aber wie war das denn nochmal, ne? Oder war das nur bei wilden Pokémon, wenn die alle AP verbraucht haben? Wann auch immer das mal vorkommen sollte, dann setzen die bloß noch Verzweifler ein. So, mit dir haben wir noch nicht gequatscht, oder? Hehehe, ich habe Ärger bekommen, weil ich im Keller des Kaufhauses gespielt habe. Achso, war das ein Lachen oder war das ein Heulen?
So, Ducatia City. Die festliche Stadt mit opulentem Charme. Oh ja. Achso, da sind wir ja schon richtig durch hier. Okay, Leute, ich glaube, so einen kleinen Overview von der Stadt haben wir jetzt bekommen. Sehr, sehr schön. Gibt es noch mehr, ihr Beute, oh Gott. Es soll einen neuen Fahrradladen geben, aber ich kann ihn nirgends finden. Ja, steht bestimmt genau davor. Neuer Fahrradladen. Alter, wie viele Leute hier wohnen. Behandelst du deine Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Oh, lass mich dein Scaraborn sehen. Du solltest es besser behandeln. Es hat sich noch nicht an dich gewöhnt. Es ist auch gerade noch brandneu, ja. Wenn ich meinem Pokémon ein Item gebe, dann freut es dich. Ständig verliere ich in Kämpfen und meine Pokémon werden immer besiegt. Das mag der Grund sein, warum mich meine Pokémon nicht mögen. Boah, vor der miserable Trainer. So, Leute, oh Gott, hier unten ist der Fahrradladen. Mann, wie kann man den denn nicht finden? Trottel, ey, die Welt ist ein Radweg. Fahrradladen! So, ich glaube, das kriegst du sogar umsonst, ne? Aber klar, Leute, das machen wir, das finden wir später raus. Und zwar im nächsten Part von Pokémon Kristall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.